So, wie sieht's denn aus? Wie ich sehe, sehe ich nichts. Wir sind wieder da. Hab doch gesagt, ihr sollt mir alle Teile auf der Liste beschaffen. Das ist ein sehr unangenehmes Zeug, da ja. Habt ihr euch ja ins Zeug gelegt. Könnt mich übrigens Freddy nennen. Was wollt ihr denn nochmal von mir? Für euch sieht's vermutlich so aus, als würde ich gar nichts tun. Ja. Hänge in Gedanken dem letzten Krieg nach. Ihr müsst wissen, das hier diente früher als Bunker vor Luftangriffen. Unzählige Menschen verloren damals ihr Leben. Oh, schade. Ich hab's zwar überlebt, muss aber jeden Tag an die denken, die nicht so viel Glück hatten. Der gute alte Gabe und ich haben zusammen im Krieg gekämpft. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Knabe war damals einer der besten Reiter der Chocobo-Kavallerie. Wir sind zu zweit durch die Berge geschlichen und haben die Shinra-Kerle mit Angriffen aus dem Hinterhalt überrascht. Glaubt mir, wir sind dem Tod oft nur um Haaresbreite entkommen. Wir haben unsere Pflicht damals mehr als erfüllt. Alles, was wir beide jetzt noch wollen, ist, den Rest unseres Lebens in Ruhe und Frieden zu verbringen. Naja, ist nicht unbedingt Shinra schlecht. Und die Republik schenkten sich damals nichts. Die ganzen Kriegsruinen werden euch ja wohl nicht entgangen sein, oder? Ich bin damals für die Republik in die Schlacht gezogen. Doch wir wurden vernichtend geschlagen. Ihr seht ja, selbst die, die mit dem Leben davongekommen sind, haben sich nie von diesem Gräuel erholt. Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ah, ist doch schön. Wartet kurz. Hier, fertig. So gute Qualität gibt's nur bei mir. Na los, nehmt schon. Deine falsche Bescheidenheit. Ah, super. Gabe wäre sicherlich überglücklich, wenn sie noch mehr davon anfertigen würden. Na, ich weiß ja nicht. Und außerdem habe ich viel zu tun. Ja, ja. Ihr habt doch jetzt, was ihr braucht, hm? Also macht euch schon vom Acker. Na gut. Da haben wir, was wir brauchen. Hier, für Sie. Freddy hat sich richtig ins Zeug gelegt. Zeig mal her. Nur, wenn Sie den Karren auch wirklich reparieren und sich ab jetzt ordentlich um die Chocobos kümmern. Hm, da habe ich wohl keine andere Wahl. Gut, du hast mein Wort. Wunderbar. Na, dann können Sie jetzt gleich loslegen. Ha, fertig. Mensch, das ist ja ein kleines Meisterwerk geworden. Dem alten Freddy kann wirklich keiner das Wasser reichen. Was für eine meine Fernbedienung. Muss euch wirklich danken. Jetzt kann ich jederzeit wieder durchstarten. Das ist großartig. Doch bevor wir weiterziehen, habe ich noch eine Frage. Hätten Sie die Chocobos einfach hier verwildern lassen, wenn wir nicht zufällig vorbeigekommen wären? Vermutlich. Verstehe. Aber bei einem Gegner wie Shinra durchaus verständlich.
Viele haben Angst, was ihnen für Konsequenzen drohen, wenn sie sich den Mächtigen widersetzen. Unsinn. Als würde ich mir wegen denen in die Hose machen. Aber warum haben sie dann aufgehört zu arbeiten? Tja, also, der Karren ist kaputt gegangen. Und den zu reparieren, da muss man ja erst die Teile beschaffen und dann... Ach, das war mir einfach alles viel zu aufwendig. Zu aufwendig, ja? Schon gut, schon gut. Ich geb's ja zu, hab mich schlecht um meinen Laden gekümmert. Aber ab jetzt hänge ich mich mehr rein. Versprochen. Werd immer ein paar Ersatzteile auf Lager haben. Und mich auch ordentlich um meinen Chocobos kümmern. Hast du das gehört? Wir haben also einen Zeugen. Dich sollte man sich besser nicht zum Feind machen. Pass bloß auf. Na dann. Reif der Königin. Waffenstufe gestiegen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Was kann die denn schon? Heilen und Frost. So. Warte mal, wer ist denn das jetzt? Aerith. Ja. Gefällt mir ganz gut. Nicht genügend Waffenpunkte. Aber ich hab doch... Fünf, okay. Naja, heilen wir uns mal.
Und rüsten wir unseren Chocobo aus. Ich habe zwar keine Ahnung warum. Aber von mir aus. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bringt. Aber von mir aus. Hab gehört, dass Gabe wieder im Geschäft ist. Da gab's kein Halten mehr. Für lange Reisen gibt's nichts Besseres als Chocobo-Kutschen. Natürlich nur die von Gabe. Bis zum nächsten Mal. So, lass mich mal gucken. Ich habe das Gefühl, dass ich beim Grasland noch nicht viel machen kann. Ich bin hier noch nicht fertig. Kann ich das nicht als Ort markieren? Stufe 18, Cloud, ich bin Stufe 22, das ist okay. Kann ich ja nicht schnell hinreisen? Oder muss ich in dem Gebiet... Ich muss in diesem Scheißgebiet sein. Oh, komm schon. Darf's eine Kutschfahrt sein? So. So, dann laufen wir mal ein bisschen durch. Ich weiß nicht. Och. Ein Rubin. Ich glaube, das hat sich gelohnt. So, Chocobos, macht euch mal vom Acker, es könnte gefährlich werden. Nicht meine Schuld. Schlupf mit Luftig. Training.
Das sieht doch gut aus. Das Ambilight hat was. Weil man muss doch hier unten. Wie aktiviere ich den jetzt? Aktiviere den Funkturm, ja. Oh. Warum hier unten? Na gut. Hier ist noch ein Kampflager. Gucken wir doch mal. Hier geht es auch weiter. Nehmen wir mal die Chocobos. Ja, machen wir ein bisschen Welterkundungstour. Ätherknolle. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Warnung! In dieser Umgebung hält sich mindestens ein gefährliches Ungeheuer auf. Geld nimmt ein Wolfspezies identifiziert. Unsere Datenverzeichnis auf. Seine Abschiedsräume ist nicht zu übersehen. Die Welt behauptet, sich elektrisch aufgeladen, immer wieder Marco auf die Timeline auftritt. Alter, ist da gerade eine KI und sie ist die ganze Zeit anbaggert? Schocke einen Gegner, mach einen Gegner schockanfällig. Was zum Geier? Das war eine überragende Leistung, muss ich sagen. Wirklich grandios! Ich habe die Kampfdaten soeben ausgewertet. Mit ihrer Hilfe konnte ich eine neue Kampfsimulation erstellen. Ich habe auch mitgeholfen. Du kannst sie jederzeit ausprobieren, wenn dir danach ist. Ja, jederzeit. Oh, meine Fresse. Die können einem ganz schön auf den Sack gehen. Kriegen wir aber hin. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig bin oder ob ich den ganzen Scheiß wieder zurücklaufen kann.
Hatten wir eigentlich damals den Wolf besiegt? Ja, ne? Das riecht nach Ungeheuer. Mache einen Gegner schockanfällig. Wie soll ich den denn anfällig machen? Oh, die Kleine kann mal die Fresse halten, oder? Das ist mir egal. Das ist mir so egal. Mach einen Gegner schockanfällig. Ja, super. Ich hab den doch geschockt. Das ist doch schockanfällig, oder nicht? Ja, ist ja gut. Uhu. Der Lebensstrom sprudelt hier richtig. Naja, wollen wir mal. Ja. Stell dir vor, in der Nähe hat sich ein Quetzalcoatl niedergelassen. Eine einmalige Gelegenheit, mehr über diesen seltenen Vogel aus den Graslanden herauszufinden. Bitte untersuch das. Ah, vermutlich gibt es dort in der Nähe auch das Bauteil für die Windmühle. Mildred wartet doch sicher schon sehnsüchtig in den Graslanden darauf. Du solltest keine Zeit verlieren. Ich will zwar nichts sagen, aber ich glaube, den haben wir doch schon längst gemacht, oder? Oder? So, es wäre schön, so einen Questmarker zu haben oder so. Dass ich weiß, was für ein... Jetzt irgendwie nach links. Oder wo muss ich da lang? Ich muss da irgendwie auf die andere Seite des Rohres. Ja, ich gehe hier mal links lang.
Mildred wartet doch schon drauf. So, so. Die Legenden der Graslande besagen, dass Titan eine außergewöhnliche Kraft besitzen soll. Er hat mit bloßen Händen ganze Landstriche verwüstet. Vielleicht waren die flachen Graslande einst ein Gebirge, das durch den mächtigen Titan zermalmt wurde. Das glaube ich nicht. Aber hier haben wir nochmal einen Titanschrein. Da können wir den nochmal stärker machen. Das ist schon mal ganz gut. Sind aber nicht so groß wie im 16er, ne? Im 16er waren das ja richtige Dominis. Das war eine perfekte Synchronisation. Ja, ja. Geh mir auf den Sack. So, ich will doch eigentlich nur gucken, wo dieses scheiß Angriffgedöns ist. Entweder hier hoch, was ich nicht glaube. Ja, hier lang. Ah, wenn ich mir die scheiß Collector Edition nicht geholt hätte, ne? Ich finde es immer schwierig. Als Fan holst du dir immer natürlich diese guten Sachen, weil du bist von Final Fantasy VII halt gewohnt, dass es ein gutes Spiel ist. Und jetzt spiele ich halt eigentlich so ein schlecht gemachtes Horizon Zero Dawn gefühlt. Ich meine, es ist optisch okay. Beizulocken. Geil! Jawohl! Und der Justin macht sich früher, der Lappen. Au. Alter, geht mir auf den Sack. Come.
Okay, es ging tatsächlich. Bezwingung von Quetzalcoatl bestätigt. Quetzalcoatl. Achtung, Cloud. Dieser kühne Kampf war von Anfang bis Ende ein Fest für die Augen. Cloud, sollte Mai mal zu aufdringlich werden, dann sag mir bitte Bescheid. Nanu, was ist denn plötzlich mit dem Ton los? Hallo? Nun, Cloud. Auch ich möchte dir meinen Glückwunsch zum Sieg. Gott sei Dank. Durch ihn konnte ich wertvolle. Komm zurück, Justin. Wir haben eben so einen Mini-Drachen besiegt. Ich muss nun auch das Bauteil für die Windmühle herstellen. Mildred wartet sicher schon darauf. Verlieren wir keine Zeit. Ah, da war ja noch was. Drache aus uralter Zeit. Gott sei Gott. Meine Güte, was ein hässlicher Name für ein Drache. Sie erinnert mich an Elden Ring. Hahaha. Ja, wir können den nochmal herausfordern. Kräfte messen mit Wahl. Habe ich doch gemacht. Weird. Ich habe dir das Teil doch eigentlich gegeben. Noch irgendwelche Fragen? Einen Synthese-Chip habt ihr ja bereits gefunden, oder? Dann geht es gleich weiter mit der Synthese selbst. Die notwendigen Materialien könnt ihr euch von einem Quetzalcoatl besorgen, der hier in den Graslanden herumschwirrt. Hm, na sowas. Ihr habt ja schon alles zusammen. Dann könnt ihr euch gleich an die Konstruktion des Bauteils machen. Auch gut. Dann viel Erfolg. Talisman der Triaden. Schwierig. So, Mildred. Oh, wir zücken! Zu Zeiten der Republik, da wussten die Leute noch, was echte Handwerkskunst ist. Das sollten wir gleich mal ausprobieren. Die hat einen dreckigen Arsch. Entschuldigung. Musik in meinen Ohren. Fantastisch. Es funktioniert. Wie der Wind vom Meer die Flügel antreibt. Ich kann mich gar nicht daran satt sehen. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt, wie viel Energie wir so gewinnen können. Ich muss sagen, es ist so viel angenehmer. So zu streamen ist viel angenehmer als... So wie früher auf unseren Reisen. Naja, jedenfalls, vielen Dank. Ihr habt mir einen großen Traum erfüllt. Ach, Mildred, Mäuschen, gerne doch. Das ist der Plan. Dann richtet Broden bitte was aus. Broden, der Hoden. Er soll zusehen, dass er schnell gesund wird. Und er soll am Boden bleiben. Damit wir bald mal wieder durch die Welt ziehen können, okay? So, hier ist noch was runtergefallen. Materia behandeln. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, dann müssen wir zu Broden. Hier sind noch Kartenturniere.
Ach ja. In Köln gelten zurzeit erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Hey, nicht faulenzen. Wir haben nicht die ganze Zeit. Aber ich trau mich nicht. Was? Besonders nach all der Arbeit. Ehrlich gesagt, ein langer Urlaub wäre wunderbar. Dann mach doch einen. Ein übler Gestank liegt in der Luft. Fast so wie damals in Hojos Labor. Eine Reise. Richtig. Ich muss aufbrechen. Dem ist irgendwas passiert. Bist du okay? Das ist das Schicksal ehemaliger Soldaten. Wir degenerieren. Etwas, wobei dir kein normaler Arzt helfen kann. Du bist doch auch Soldat, oder? Ex-Soldat. Verzeih mir. Ich wollte dich nicht verunsichern. Schließlich passiert das ja auch nicht bei jedem Soldaten. Ja. Du bist noch jung. Genieße dein Leben. Verfolge deine Ziele. Die kann Shinra dir nicht nehmen. Niemals. Hörst du? Das bedeutet, in 10, 15 Jahren ist Cloud bald im Arsch. Kräfte messen. Ach so, wegen diesem, ja. Die machen alle Justin in den Hof. Hat was. So. Hallo Weltkarte. So, gibt's hier noch irgendwelche Nebenquests? Nee, ansonsten würde ich sagen, machen wir hier mal weiter. Feldforschung, Wachturm an der Küste. Ja, warum nicht? Ich glaube, den Wolf an der Küste hat man besiegt, ne? Schlecht aus. Die Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Ja, war klar. Vermögen, Vermögen! Was ist eigentlich ein Vermögen? Bist du dumm oder was? Etwas, das alle mögen. Also ein Schatz, Geld und so. Genau. Damit können wir enden.
denn hier? Das wüsstest du gern, was? Alter, ihr seid sowieso Idioten. Aus, aber was zählt, sind ja, die Werte. Ja, da ist auch nicht viel von. Wenn wir das verkaufen, sind wir reicher als reich. Super reich, nämlich. Cloud, sieh nur, das ist doch. Hey, ihr habt doch wohl Beck und seine Bande nicht vergessen, oder? Wir haben friedlich in den Slums unter Ding gedreht, bis ihr aufgekreuzt seid und uns verdroschen habt. Mehrfach. Bis ihr uns verdroschen habt. Mehrfach. Schuld, dass wir unser gutes Werk nicht fortsetzen konnten. War das so, ja? So ein Schwachsinn. Die Slums sind was für Kleingeister. Genies wie wir brauchen Platz, um sich zu entfalten. Ja, genau. Wir sind jetzt eine Firma. Haben die was an den Kopf gekriegt? Ja, mein Schwert ab und zu mal. Das Makro für sich entdeckt. Und wir werden mindestens genauso stinkreich. Alles, was wir brauchen, ist unser Schatz. Unsere Firma wird jeder. Ihr habt's auch auf das Ding abgesehen. Wir haben's aber zuerst gefunden. Expert! Das ist unser Vermögen! Ja, gut, so wegnehmen ist natürlich jetzt eigentlich scheiße. Stellt dann. Du glaubst doch nicht, dass du uns damit einschüchtern kannst, oder? Oh nein, es ist alles aus! Das ist unser Ende! Ich stell mich tot! Ich stell mich tot! Haltet die Klappe! Ihr Halbaffen! Ein Halbaffe sagt zu den Halbaffen Halbaffe. Ich bezahle euch Vögel einen Friseurbesuch. Wenn ihr das überlebt, ich bin zu meinem Versteck. Verflucht, jetzt wird's haarig. Jetzt oder nie. Ding. Ding. Ist das ein Rap? Ist aber ein sehr schwacher Rap. Ich habe keine Ahnung, was für eine Sprache das ist, aber das war assi. Cheater mit dem Chatley? Ah, ist doch auch wieder nur so ein Ding, so nach dem Motto, hallo. So, dann wollen wir da mal langlaufen. Müssen wir halt nur mal gucken, wie wir da runterkommen. Wenn wir da runter müssen.
So, ich will mal gucken. Laufe ich nicht rund?